WDR 2. Stichtag. Ich will nicht drücken, ich sneef nur. Überleg's dir nochmal. Ich mach das einmal und dann ist Schluss. Das sagen alle. Mit 14 Jahren wurde Christiane F. drogensüchtig. Sie schrieb darüber ein Buch, das der Produzent Bernd Eichinger verfilmen ließ. Der erste wirklich große Erfolg war eine Eigenproduktion von mir. Das war Kinder vom Bahnhof Zoo 1981. Und da haben wir gleich knapp 5 Millionen Besucher gemacht. Also das war sozusagen ein durchschlagender Erfolg. Der Film spielte an den bundesdeutschen Kinokassen 38 Millionen Mark ein. Bernd Eichinger kam am 11. April 1949 in einem bayerischen Dorf zur Welt. Sein Vater war dort Landarzt. In dessen Fußstapfen wollte Bernd auf keinen Fall treten. Weil die Arztpraxis bei uns zu Hause war und ich als Kind schon, wenn die am Samstag, Sonntag von der Ernte also kamen, dann kamen so die Bauern mit den abgeschnittenen Fingern und dann musste ich die Finger halten, weil mein Vater da genäht hat und so. Ja. Und da wurde es mir damals schon immer schlechter und das hätte ich niemals in tausend Leben hätte ich das gemacht. Nach seinem Studium an der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film gründete er die Produktionsfirma Solaris. Als der Konstantin-Filmverleih 1979 finanzielle Probleme bekam, versuchten die Banken eine Lösung zu finden. Merkwürdigerweise wurde ich da auch mit einbezogen in dieses Krisenmanagement, weil ich einige Filme von mir schon bei der Konstantin hatte im Verleih. Es geschah Erstaunliches. Als die Firma dann übernommen wurde von dem Ludwig Egges, diesem Edelkirschfabrikanten, habe ich ihm in so einem Memorandum einfach so geschrieben, wie so ein Verleih ausschauen könnte. Und dann hat er das gelesen, hat mich angerufen und sagte, naja, wenn du schon so gescheit daherreden kannst, dann mach's. Und so kam ich zu 25% von der Konstantin. Eichinger war 29 Jahre alt. Seine Idee? Das Konzept in Kurzen war einfach, dass man statt einer Fülle von mittelmäßigen und kleinen Filmen versucht, auf Eventfilme zu gehen und dafür eben dann mehr Geld auszugeben und den ganzen Schrott einfach wegzuschmeißen. 1980 verkaufte der Mehrheitsaktionär seine Konstantin-Aktien. Der Produzent Bernd Schäfer wollte sie kaufen. Er bekam aber nur 50%. Der Bernd sagte dann, na gut, okay, also gut, und wer kriegt jetzt die verbleibenden 25%? Wer kriegt die? Und dann sagte der, der kriegt der Eichinger. Und zwar für eine Mark. Ja, wirklich. Und das war eine ganz tolle Sache, weil er sagte, ohne den wird es die Firma nicht mehr geben. 20 Jahre später verkaufte Bernd Eichinger seinen Anteil für 36 Millionen Euro. Zuvor sanierte er die Firma. Es war ein finanzieller Ritt auf einer Rasierklinge. Sein Partner Hermann Weigel. Also ich glaube, der Bernd ist der risikofreudigste Mensch, den ich kenne. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass wenn er richtig am Abgrund steht, dass dann seine Lebensgeister zu 100% erst aufgewacht sind. Eichinger produzierte nationale Erfolge wie Werner Beinhardt, Der bewegte Mann oder Ballermann 6. Wo ist es denn endlich, das Ballermann? Dahinter ist doch schon einmal das Meer. Meer. Was geht mich das Meer an? Ich will Bier. Ey, mehr Bier. Zu seinen internationalen Großproduktionen gehören die unendliche Geschichte, das Geisterhaus, das Parfüm oder der Name der Rose. Nun denn, verbrennt, Bruder Remigio. Doch glaubt nicht, dass ihr damit den Verbrechen, die hier in dieser Abtei begangen werden, ein Ende macht. Noch mehr Mönche werden an diesem Ort den Tod finden. Und auch sie werden geschwärzte Finger haben und geschwärzte Zungen. Natürlich gab es auch Flops wie Der große Bagarozzi oder Zeiten ändern dich. Aber Eichinger hat den Publikumsgeschmack sehr oft getroffen. Überraschend starb er 2011 in Los Angeles bei einem Abendessen. Er wurde nur 61 Jahre alt. 9 Monate vorher bekam er den Deutschen Filmpreis für sein Lebenswerk. In seiner Dankesrede betonte er, dass er sein Leben genossen hat. Ich liebe Filme machen, das ist mein Leben und ich bedanke mich bei all denen, die das wunderbare Leben mir möglich machen. Vielen herzlichen Dank.